Hallo und herzlich willkommen in der Agentur Karl Höfkes. Wir werden oft gefragt, wie sieht eigentlich der Alltag, der Arbeitsalltag in einer Agentur aus, die sich vornehmlich mit historischem Filmmaterial beschäftigt? Wo kommen die Filme her? Wie werden sie aufgearbeitet? Wie werden sie verschriftet? Und wir dachten uns, es ist vielleicht eine nette Art, Ihnen auf diese Weise Einblicke in unser Archiv und in unsere Arbeit zu geben. Ist für uns ja auch selber immer ein spannendes Thema, wenn wir einen Karton öffnen und gucken, welche Rollen wir gefunden haben oder uns überlassen wurden. In letzter Zeit gab es 3 16mm Filme eines Filmamateurs aus Hof in Bayern, und der hat, was extrem selten ist, die Tage der sogenannten Machtübernahme gefilmt, und zwar nicht nur in Hof in epischer Länge, sondern auch in den umliegenden Orten, und man hat einen wunderbaren Eindruck, wie diese Tage, wie die Atmosphäre dieser Tage war. Es war nicht immer das große Tamtam, sondern manchmal sind da 5, 6 SA-Leute zu irgendeiner Schule gezogen, haben eine Fahne aufgestellt. Also das Besondere an diesen Filmen ist nicht nur, dass wir mal so diesen atmosphärischen Alltag der Machtübernahme erleben, sondern er hat auch die ersten Schutzhäftlinge aufgenommen, also politische Gegner, die dann in irgendein Kellerloch gesperrt werden und ganz interessiert dann aus dem Kellerloch rausgucken, und davor stehen dann die SA-Leute des Ortes und rauchen eine Zigarette. Also ganz seltene Aufnahmen, die wir so bisher auch noch nicht gefunden haben. Toll. Dann haben wir schon gemeldet, haben wir den Böhner-Nachlass übernommen. Böhner war einer der wichtigsten Kulturfilmer in Sachsen, der wichtigste. Der Bestand wird so ungefähr geschätzt auf 2000 Titel. Wir sind dabei, das alles erstmal aufzuarbeiten. Eine Riesenarbeit natürlich, man muss sich da einfuchsen. Nach und nach werden die Sachen digitalisiert und dann eingepflegt, verschriftet und stehen dann der Wissenschaft und den Filmemachern zur Verfügung. Das ist so einer der großen Nachlässe, die wir natürlich bekommen haben. In solchen Mengen kriegt man die Filme nicht, aber das ist manchmal ein Glücksfund, und da haben wir uns natürlich sehr darüber gefreut und sind da in steter Diskussion mit dem Bundesfilmarchiv, wo ja auch viele Böhner Filme liegen, und sind da auf einem guten Weg. Ein weiterer Nachlass, den wir für unser Archiv erwerben konnten, ist der von Heinz Sasse. Heinz Sasse ist bekannt geworden als Kameramann der Deutschen Wochenschau, als Kameramann der Monatsschau und Panorama, und vor allen Dingen als derjenige, der die Erhängung der Attentäter vom 20. Juli 1944 in Plötzensee gedreht hat. Wir haben bislang nur einen Teil dieses Nachlasses gesichtet, vor allen Dingen die Rollen, die Heinz Sasse noch handschriftlich notiert hat, wo wir wissen, was drin ist, und ein großer Teil der Rollen liegt hier noch ungesichtet, und das werden wir in den nächsten Monaten vornehmen. Dann haben wir was ganz Besonderes, ein 8mm Film, teilweise schwarz-weiß, teilweise Farbe, Bukarest. Und da sehen wir die Eiserne Garde, habe ich vorher selber noch nie in Farbe gesehen, bei einer Parade vor König Karol II. Also das ist ein Fund, der extrem selten ist und der unseren Archivbestand erweitert mit Aufnahmen, von denen ich annehme, dass kein anderer die in Farbe besitzt. Auch das ein Geschenk eines Freundes, Nachlass, der uns übereignet wurde. Klasse. Zuletzt haben wir eine Filmaufnahme eines deutschen Soldaten bekommen, gedreht im Sommer 1940 in Polen. Und diese Aufnahmen zeigen unter anderem das Leben in einem jüdischen Städtel. Die Häuser werden abgerissen, die Juden müssen schon grüßen, wenn sie einem deutschen Soldaten begegnen. Also Aufnahmen von historischer Wertigkeit. Als Archiv sind wir natürlich genötigt, immer auf dem neuesten technischen Stand zu bleiben. Früher waren die Aufnahmen in SD abgetastet, dann in HD. Heute sind wir im 2K-Zeitalter, einiges auch schon im 4K-Zeitalter. Alles, was wir neu bekommen, wird automatisch in 2K abgetastet, restauriert. Und die alten guten Aufnahmen, die immer wieder verlangt werden, werden nach und nach ebenfalls in 2K abgetastet, sodass wir nach und nach den gesamten Archivbestand auf eine moderne technische Ebene heben. Mein Aufruf gilt allen, die uns zuschauen: Bitte keine Filmrollen wegwerfen. Wir kommen gerne zu Ihnen, wir sichten die Rollen, wir machen Ihnen ein faires Angebot. Es ist alles deutsches Kulturgut, es ist alles Geschichte, es ist schon so viel verloren gegangen. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wir melden uns sofort bei Ihnen. Vielen Dank und eine gute Zeit. Tschüss.